Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Yugo Pro Death Pro. Wir spielen heute mal wieder mit einem etwas älteren Deck, nämlich mit dem Wasserrang 4XXI Turbo Deck, das ich ein wenig umgebaut habe. Und das auf der Starthand ist scheiße, aber wir haben den Beschwörermönch im Deck, vielleicht ziehen wir den ja. Überhaupt ist die Starthand ziemlich Müll. Ich habe hier jetzt dreimal die Instant-Fusion drin, mit Noten von den Ältesten, weil das eine saugute Kombi ist. Und Ruf der Gejagten dreimal, damit ich eventuell den Noten nochmal holen kann oder halt auch andere Sachen. Und das macht das Deck nochmal deutlich schneller und krasser. Das ist ja auch schon so ziemlich gut gewesen eigentlich. Wir spielen gegen Erzunterwäldler, okay. Sieht man auch nicht oft, ist ja relativ schwach, sage ich mal, also nicht allzu stark. Warum er damit jetzt nicht direkt angreift, weiß ich nicht. Vielleicht hat er Angst vor lautlose Erag, was bei meinem Deck auf jeden Fall begründet wäre, diese Angst. Ich kann jetzt aber auch genauso gut den Kastel Himmelsprenger machen und das Vieh ist weg und das werde ich wahrscheinlich auch tun. Oder ich mache die lautlose Ehre Dark, was natürlich auch schön wäre. Ach ja, ich habe das Deck ein bisschen vermisst. Man hat hier so viele Möglichkeiten. Ich liebe das Deck. Eines meiner Lieblingsdecks. Wir beschwören. Spezial beschwören. Ich habe eben im Hintergrund nochmal ein paar Programme zugemacht, damit es weniger laggt. Und ich habe von einem Abonnent erfahren, nämlich von Hanna Camp, der ja auch schon oft im Let's Play dabei war. Der hat mir gesagt, dass das DevPro-Team gemerkt hat, dass viele Leute Lags haben und dass sie eine neue DevPro-DLL erstellt haben und zum Download bereitgestellt haben. Im deutschen Chat bei DevPro oder so, keine Ahnung wo. Und ja, die werde ich mir dann wahrscheinlich downloaden mit Hilfe von HannaCamp oder irgendwie so im Internet suchen. Und wenn ich das schaffe, dann kriegen wir vielleicht auch die Lags in den Griff. Wäre ganz schön. Zumindest wäre es dann vielleicht nochmal ein bisschen besser. Genau. Damit werde ich die Zen-Mines los. Das nehmen wir uns. Oder... Ah, wir können jetzt auch direkt schon übelst ausrasten, ne? Ich würde lieber ausrasten. Ich hab Bock auszurasten, komm. Wenn wir schon mal hier die Rangsteigerungsmagie haben, warum denn nicht? Komm. Direkt lautlose Ehre Dark. Zack. Und dann fressen wir sein Monster einfach, egal ob es in der Verteidigungsposition ist. Das ist meins. Und dann greifen wir direkt an. Ich sehe gerade, hier ist noch ein Darkhold drin. Habe ich das noch nicht mit 3GK ergänzt oder habe ich aus Versehen beides drin? Ich glaube, ich habe aus Versehen beides drin. Ich habe nämlich eigentlich das Deck überarbeitet. Aber es macht jetzt auch nicht so einen großen Unterschied. Scheißen wir drauf. Er hat das gerufen, was schwächer wird, wenn man es einfach so beschwört, ne? Genau. Das ist interessant. Das typische Erzunterwäldler. Riefelzauberkarten-Dingens. Nein, die kommt bitte wieder zurück und gibt mir 2800 Life Points. Danke sehr. Das ist sehr freundlich von euch. Wenn das jetzt allerdings nochmal los wird in dieser Runde, habe ich ein Problem. Wird aber nicht. Sehr schön. Hat er nicht bedacht. Wunderbar. Kriegt er ein neues Monster? Nein, oder? Nee, er kriegt es nur auf die Hand. Schade. Aber er frisst wieder Schaden und wir können jetzt eventuell ihn töten. Mit der richtigen Karte. Leider nein, aber Ruf der Gejagten ist schon mal schön. Eine der neuen Karten. Ich hätte ja eigentlich gerne euch Noten von Ältesten gezeigt. Aber es geht mir einfach nur darum, wenn ihr das Deck damals nachgebaut habt und es vielleicht immer noch nutzt. Ich weiß, dass ein, zwei Abonnenten das damals ziemlich cool fanden. Was heißt ein, zwei? Eigentlich alle, die das Video gesehen haben. Dann könnt ihr einfach noch hier ein bisschen was ergänzen und es vielleicht heute nochmal antesten, weil das macht echt Spaß. Zusammen mit Inzahlung, Inzahlungsnahme sage ich jedes Mal, Instant-Fusion. Das ist schon echt cool. Leider hat er jetzt kein Monster-Spezial beschworen und ich kann... Ist nichts fressen und das Ding hier ist nicht geschützt, aber da muss ich jetzt auch durch. Nächste Runde hätte er theoretisch verloren. Kann ich mit Ruf der Gejagten einfach so lautlose Ehre Dark wiederholen? Eigentlich schon, oder? Ich meine ja, und das wäre ziemlich krass. Würde einen weiteren Grund geben, warum Ruf der Gejagten hier drin ist. Den ich eigentlich nicht geplant habe, aber cool. Ain't no grave can hold my body. Und mittlerweile weiß ich auch, dass die anderen Leute diese Sprüche haben. Und nicht nur ich, seltsamerweise. Ich hatte nämlich das Force-Gomato gesehen. Und dann haben wir geschrieben irgendwie. Und dann hab ich ihm gesagt, dass manche Karten neue Texte haben unten drunter. Und er hat erst nicht gewusst, was ich meine. Und da habe ich gedacht, dass es vielleicht nur bei mir so ist. Weil bei mir sind eh so ein paar Sachen anders. Bei der Vor zum Beispiel habe ich... noch von damals andere Musik bei DevPro, glaube ich. Als die Leute, die es heute downloaden. Und noch so Kleinigkeiten.
Nichts Wichtiges, aber es ist ganz interessant, dass es so gemacht ist. Ich habe Schnappstahl. Wenn er irgendwas Mächtiges beschwört, dann gehört es mir, sage ich mal. Ich habe jetzt leider nichts mit 2400 ATK, sonst könnte ich ihn jetzt finishen, aber ich will jetzt auch nicht einfach so den Ruf der Gejagten verschwenden, solange ich die Möglichkeit habe, eventuell mit Lautlose Ehre Dark anzugreifen. Übrigens, Schnappstahl ist natürlich auch prima, weil sehr viele Monster, die der Gegner beschwört, in einem normalen Duell sind Level 4, wie zum Beispiel das hier. Und dann kann ich einfach so auf gratis XC gehen, was ziemlich krass ist. Wie er das jetzt zum Beispiel machen wird. Und dann wird er wahrscheinlich auf die Lautlose Ehre Arc gehen und damit meine Dark klauen, was ziemlich eklig ist. Aber da müssen wir dann auch durch. Nee, den, okay. Der ist dann weniger schlimm, muss ich sagen. Der zerstört zwar jetzt mein Monster und greift mich direkt an, aber mehr macht er dann auch nicht. Und mit Ruf der Gejagten kriege ich gleich meine Dark wieder. Fress dann seinen Erzunterwäldler, greift direkt und das Duell ist entschieden. Oder ich mache es ganz simpel und im Schnappstab mir gehört einfach sein Monster. Beides, denke ich, ganz schöne Optionen. 3000 Schaden für mich, 7800 Life Points übrig, das ist jetzt fast das Maximum wieder. Das ist schön. Beschwörermönch ist schön, ich habe nämlich ziemlich viel Crap auf der Hand. Den werden wir uns auf jeden Fall holen. Also das Duell ist entschieden, das dürfte klar sein, aber ich verliere mit dem Deck sowieso eigentlich nicht so häufig. So. Und dann machen wir den hier. Außer gegen herbe Kontrolldecks, das ist wie immer die Schwäche, weil ich halt XC spamme, wenn die alle vereitelt werden, das ist einfach nur Kacke. Wir holen uns ein Wassermonster, bitte. Und zwar eins, das wir leicht specialen können. Das hier ist doch ganz nett. So. Und gehen dann auf Finsterrebellion. Hab ich eigentlich Bock drauf, weil der kriegt jetzt viel Angriff dazu. Wir können jetzt mal ein bisschen übertreiben. Wollen wir das machen? Ja, komm. Ich hab grad Bock, zu übertreiben. Ich meine, da kann eine Kontrollkarte sein. Wow, das wäre so schlimm. Nicht. Das wäre mir ziemlich Wurst. Okay. Wenn ich mir jetzt ein Monster klaue, hat es natürlich wenig Angriff, ne? Aber egal, dann macht er, glaube ich, es halt nicht. Dann mache ich so. Hol mir Lotto Serie Dark wieder, was wirklich geht. Aber warum soll es auch nicht gehen? Und ja, darf den Effekt aktivieren, sein Monster fressen. Das ist leicht OP. Und jetzt ist es wieder fast unzerstörbar. Also das ist auf jeden Fall cool. Also Ruf der Gejagten und Lotto Serie Dark ist ein Tritt ins Gesicht gegen die meisten Gegner. Ich kann dann auch so machen. Und so, so machen. Mal sehen, ob der Gegner Rage quittet irgendwann. Viele Gegner Rage quitten, wenn sie sowas sehen. Ich spezialbeschwöre das hier nochmal und. Ach scheiße, ich darf es nur einmal machen. Oh schade, ich wollte ihn nochmal rufen, wollte noch auf XC gehen. Na okay. Dann beenden wir es ehrenhaft mit 4000 Angriff direkt. Aber er kann sowieso die ganze Zeit was anketten, also wird da noch was sein, genau. Das kann er aber, glaube ich, nur im Angriffsmodus rufen, was ihm recht herzlich wenig bringen wird. So. Und so. Oh, da hat er aufgegeben. Das ist ein bisschen unehrenhaft. Vom letzten Angriff zu Rage quitten oder aufzugeben, aber egal. Ja, das war das Duell. Mit den neuen Karten und den kleinen Veränderungen ist das Deck einfach wirklich sehr cool. Es macht mir sehr viel Spaß. Es ist von der Spaßigkeit her ist es eins meiner Lieblingsdecks. Es ist halt einfach nur mit Wassermonstern, die aufgepeppt wurden mit Goblinberg und was war da noch drin? Kage-Tokage und anderen Späßen. Man könnte da eigentlich auch dieses Rang 4er XD machen, was die Kage-Tokage raussucht. Mache ich vielleicht rein. Ist vielleicht eine ganz coole Idee. Auch wenn wenig Platz im Extra-Deck ist, aber Ragnar Zero spielt eh heutzutage kaum noch einer. Deswegen könnte man Ragnar Zero komplett raustun und dafür andere Möglichkeiten eröffnen. Mache ich, glaube ich. Könnt ihr auch machen. Und ja, Instant Fusion, Ruf der Gejagten. Ihr habt es gesehen, Ruf der Gejagten ist natürlich extrem klasse. Ach, Moment. Ah, okay, ist nur ein Bug. Ich habe gerade kurz gedacht, ich habe noch nicht angegriffen. Aber klar, ich habe ja hier das Fenster. Habe ich im selben Augenblick gemerkt, weil ich gelabert habe. War ich ein bisschen verwirrt. Aber das ist, glaube ich, ein Bug, dass hier noch mein Angriff steht, oder? Ich denke ja. Wenn doch, ist es mir noch nie aufgefallen, aber ich glaube, es ist ein Bug. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann.
beim nächsten Mal. Und dann ist für mich auch schon 2015, weil ich das gerade am 31. Januar aufnehme. Bis dann, ciao.